So, hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13 2. Hoffentlich der vorletzten oder letzten. Ich bin gerade so frustriert, weil ich die letzte Folge 26 Minuten lang nur durch die Gegend geschissen bin und am Ende halt zwei Fragmente hatte. Beziehungsweise in der Mitte hatte ich zwei Fragmente. Und musste ich trotzdem nochmal eine Viertelstunde nichts tun. Ach, scheiße. Auf jeden Fall, weil ich frustriert bin, habe ich mir jetzt erstmal in den Soft Brause reingedonnert. So süß und sauer, machen ja lustig. So, nochmal zurück. So. Weil wir Adam nochmal bekämpfen müssen. Ich habe jetzt Random Encounter aus. Damit will ich ja mal schön durchkommen. Also Inhalt dieser Folge werden Adam und der Kampf gegen Kaius mit Lightning, den ich halt skippe. First off, we need to find out exactly where we are. Time to gather some info. Let me guess. We just got locked in this room. So. Ich versuche es jetzt auch mal zack zack durchzuziehen. Nein, 461. Es gibt Cutscenes. 5. So he is here. But is he the real Caius? We have to be careful. This could be a trap. There must be some way we can get. Also im normalen Durchlauf. Das ist bestimmt ganz cool. Aber jetzt? Jetzt gerade ist ein bisschen dämlich. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie viele Cutscenes ich in der gesamten Folge skippe. Bin gleich durch mit meinem Nimm 2 Soft. They say spirit is a gift from the goddess, given to humans and humans only. We're studying contradiction. This way. Nee, ich bin auf Sarah, hä? Too easy. Warum hatte ich gerade keinen Feuerer verfügbar?
Also bei denen hier benutze ich auch immer noch den One-Hit-Kill. Bei Adam würde ich das dann ausmachen. Einfach. Achso, hier. Einfach, weil ich mir jetzt nicht durch One-Hit-Kill bei Adam irgendwas versauen will. So. Und ich krieg noch mehr KP. Aber kann auch sein, dadurch, dass ich jetzt so viel schon habe, weil ich ja Augusta schon mal durchgespielt habe, ja, dass ich jetzt alles untersuchen kann und genauso schnell wie vorhin durchkomme. So, zack. Okay. Ich mache jetzt schon mal präventiv aus, weil ich glaube, als nächstes kommt dann eben Adam. Speichern. Falls ich es versaue, dass sie von hier aus direkt wieder anfangen kann. Machines will annihilate, and when the bell will toll no more, we can't return, we can't go on, we are the Armageddon clan, tonight we're gonna die, I'm running for my life, I'm running out of time. They will never get me alive, we're gonna die. I'm running for my life, I'm running out of time. They will never get me alive. Armageddon Clan von Battle Beast, sehr guter Song. Das war jetzt nicht gecheatet, ne? Wir sind halt nur ein bisschen krass gerade. Gut, die Cutscenes jetzt lasse ich aber auch alle laufen, weil ich nicht aus Versehen nach Hope rufen will. Weil das ist das, was es mir versaut hat. Also theoretisch habe ich am Anfang des Spiels alles richtig gemacht. Also ich habe mich nicht Lightning angeschlossen, um da zu bleiben. Ich habe hier nach Hope gerufen, als Ausweg aus der Gefahr. Letztendlich war es aber trotzdem falsch, weil ich dadurch den ganzen Mist nochmal machen muss. Achso, stimmt, ist mein mit Yellow Tiles. Die rote Wand hinten. Beziehungsweise jetzt gelbe Wand hinten. So, und wenn ich nicht nach Hope rufe nach dem Kampf hier, dann gibt es hinten nochmal blaue Wände. Und das ist dann die dritte Phase von Adam. Das Schlimme ist halt, bei so einem Kampf muss ich nicht die Paradigmen wechseln. Ja, es ist ja ein ganz ruhiger, wa? Hier Blitzschlag. Ja.
Er kommt nicht mehr zum Kämpfen. Die ganze Zeit kassiert er. Er kommt nicht mehr zum Casten. So, und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt darf ich nicht nach Haupt rufen. Aktionsmodus. Ach genau, das ist ja der Adam-Aktionsmodus. Der für das eine Achievement mit reinzählt. Perfekt übrigens. Thanks to Mog, huh? No. You saved the day. Thank you. You did great. Genau, die blauen Teils. This is Hope's fault. He was the one who started building these things. Protofalci and AI both. Will you listen to me? Looking around for scapegoats. These fights are really starting to wear me down. I don't blame you. It's not gonna do us any good whining about the mistakes of the past. Don't stop this thing from regenerating. We're never gonna get out of here. Genau, da kommt jetzt der Dialog-Trigger und hier darf ich jetzt nicht Hope ausschimpfen, sondern weiterkämpfen, bis er verschwindet zum Beispiel. Ich glaube, alle drei anderen Optionen außer Hope. Alle drei Nicht-Hope-Optionen sollen wohl zum Kampf führen. Aber ich will jetzt ganz sicher gehen und sagen, ich kämpfe. Ich meine, ist jetzt auch nichts großartig bei zu kämpfen, ne? So, zack, ein Artemis-Pfeil noch hinterher. This isn't right. We can't outlast it. Dialog-Trigger. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, Hope ausschimpfen. The machine is manipulating the past. But then, there's no reason we can't either. Please, I hope you're watching this. Huh? Hope, can you hear me? I've got a bone to pick with you. These machines you built, Sarah, are driving me nuts. Did it, Sarah? But I didn't do anything. At least. Ja, aber ich glaube, das haben wir schon, weil Hope habe ich ja schon mal ausgeschimpft. Gegnerdatenbank. Überwiesen Falsi. 1, 2, 3, 4 mal Adam. Jawoll. Gut, damit kann er jetzt auch hier rausgestrichen werden. Und ich kann mich um den restlichen Monster Grind kümmern. Halt.
Zurück zur Chronosphäre. Weil ich dann jetzt hier wieder aufmachen kann. Und dann geht's los. Also erstmal hier nach Valhalla, wo ich Kaius umlatsche. Blum, blum. Da ich ja schon angekündigt, dass ich Trainern werde. Zaz gibt kein Fragment. Den lasse ich jetzt komplett außen vor. So. Aber auch hier, Kaius hält sich die ganze Zeit gegen und das ist dumm. So, hier noch kurz was wegstreichen. Bam. So. Hervorragend. Kräfte des Chaos bezogen. Huhu. Stufe 0 wurde freigeschaltet. Stufe gesteigert. Alle Rollen freigeschaltet. Ja, ich habe Monsterkristall Lightning. Das ist cool. Would atone for my past. After washing up on the shores of Valhalla, I gazed through the eyes of Etro and witnessed the events of your age. It was a waking nightmare. Lives beyond counting, swallowed by chaos and vanishing into the void. Some of those souls had been enemies. Dispatched to Death's realm by my own hand. It was a tragedy I couldn't ignore. My path was set. I would remain in Valhalla and carry out the will of the goddess. The sorrows of the dead would be mine to bear. It would be my atonement. I was chained down by past sins, unable to move forward into the future. I needed you, Sarah. That's why I asked for your help. Sarah! No! It's up to you to keep hope alive. Lightning? For me, there is nothing. There is no hope. Sarah's death is your doing. At your bidding, she began her journey, and thus her life was lost. It was you. You are to blame for this doom. Sorry. And forget your tears. You don't need them.
No matter what future is waiting for us, I'll have no regrets. No matter what end we see coming, I won't change my mind. You knew. You knew what would happen. You taught me how to live my life. No matter what, we shouldn't give up hope. Sarah. I believe in you. You'll keep the future of this world safe. So it's okay. I don't mind if I'm gone. Sarah! I have no regrets. None at all. I chose to start my journey because I wanted to see you again. But there was a reason I decided to keep going. It was a promise I made to myself. It's okay, Lightning. Cocoon fell, and you seemed to just disappear. Everyone was so sure. They said that you were gone. That you were dead. But not me. I just knew. I knew that you were alive somewhere, and I'd find you eventually. I never gave up hope. And now, here we are. Just keep me in your thoughts. Remember me, and we'll see each other again. No matter what happens to me, even if I vanish from this world, promise me, Lightning. Promise you'll remember me. Forget. I promised you that. Even if I stand to lose everything, I'll preserve your memory for the tomorrows yet to be. Come what may, I could breathe my last breath and the world be crumbling into oblivion. There are ways to keep a thought alive, and I know one that works for sure. Indestructible crystal. Even in the sea of chaos, it never loses its shine. I will become an eternal epitaph. Your memory will survive for eternity within a crystal tomb. This shall be my legacy and my atonement. But most of all, my final hope. These thoughts that live within my heart, they will endure the passing of eons. If they can one day be the light that guides Sarah's soul back to me. If we can laugh together, just one more time. Left to wish for.
Okay. Den Abspann hatten wir ja schon. The God's tales are woven in crystal. The tale of Benevelza, the slumbering god, bearing witness to an eternal dream. The tale of Etro, the goddess drowning in a sea of chaos. Etro bestowed upon humans a gift. The one seen, that gift, it lies within us all. It is a constant turmoil of light and darkness, strength and frailty, beauty and unsightliness. That gift is our spirit. It gives us the strength we need to persevere in hardships. But at times, it is nothing but a curse, straying beyond our control, causing us pain and sorrow. Even so, it is something far too precious to lose. It is what allows me to hold hope for the future. In a world consumed by chaos, in a world where spirits are fading, I ask myself, have I the strength to embrace my gift? For now, I sleep, my dreams, everlasting. It is here that I await the end of eternity. And the day I awaken once again. Okay, das war jetzt ein bisschen düster. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, das sieht so aus, als wäre die wahre Welt zusammengebrochen beim Start von Cocoon und Sarah ist tot. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, gut. Das war's für heute wieder. Beim nächsten Mal geht's an den Monster Grind. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.